Herzlich willkommen zum virtuellen Tag der offenen Tür an den berufsbildenden Schulen in Orbach. Geschätzte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Gernot Hartmann und ich darf Sie heute durch unser Programm führen. Ich freue mich sehr, dass Sie die Gelegenheit nutzen, unsere verschiedenen Schultypen und das breite Bildungsangebot an der BBS Orbach kennenzulernen und sich einen Überblick zu verschaffen. Wohin geht der weitere schulische Weg? Welche Ausbildung soll mein Kind durchleben? Was ist das Beste für meine Tochter, für meinen Sohn? Was ist das Beste für mich als Schülerin oder Schüler? Das sind nur einige Gedanken, aber auch Fragen, denen wir uns jetzt stellen. Mit wir meine ich auch mich als Vater einer 14-jährigen Tochter. Denn was jetzt ansteht, ist eine Entscheidung zu treffen und diese sollte natürlich die allerbeste sein. Mit all jenen Informationen, die Sie heute von uns erhalten, hoffen wir, Sie in Ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen und freuen uns natürlich sehr, wenn Sie sich bei uns an der Schule anmelden. In den nächsten 30 Minuten wird Ihnen ein Team von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern das breite Bildungsangebot von uns vorstellen. Sie haben ab jetzt auch die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die wir sofort oder im Anschluss unsere Expertinnen und Experten dann beantworten werden. Auch unsere Servicetelefonnummer, die Sie sehen unter 072 89 86 46, ist freigeschaltet und auch dort können Sie Ihre Fragen stellen. Ich wünsche Ihnen nun eine informative halbe Stunde und freue mich sehr, wenn wir uns im Anschluss im Studio wiedersehen. Herzlich willkommen jetzt hier zurück im Studio. Ich begrüße Sie zu Hause und jetzt auch unseren Herrn Direktor, Magister Roland Berlinger und unsere Expertinnen und Experten aus dem Lehrkörper, die Ihnen jetzt Ihre Fragen, die Sie gestellt haben, über Chat bzw. über Telefon beantworten werden. Vorerst um einige Worte von unserem Herrn Direktor, bitte. Ja, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, heute findet der virtuelle Tag der offenen Tür in unserer Schule Corona-bedingt virtuell statt. Ich hoffe, Sie konnten sich oder ihr konntet euch schon einen guten Eindruck über das Bildungsangebot unserer Schule verschaffen. Wir bieten aber nicht nur den heutigen virtuellen Tag der offenen Tür an. Es gibt auch in den nächsten Tagen noch kurzfristig einige Termine, zu denen bei uns im Unterricht geschnuppert werden kann. Die Anmeldung kann erfolgen per Telefon unter 072 89 86 46 oder per Mail unter office@bbs-rohrbach.at. Die Termine sind nächste und übernächste Woche, konkret am Montag, den 24. Jänner, sind noch einige Plätze im Bereich der Hack zum Schnuppern frei. Am Donnerstag, 27. Jänner, das ist nächste Woche Donnerstag, findet ein kompletter Schnuppertag statt, am Vormittag oder am Nachmittag für alle Schultypen. Und am Montag, den 31. Jänner 2022, findet vormittags für alle Schultypen noch ein Schnuppertag statt. Einfach anmelden und zu uns kommen, so kann man den Unterricht bei uns gleich live erleben. Darüber hinaus bieten wir auf unserer Homepage auch noch einen Link für einen virtuellen Rundgang. Dieser Rundgang wurde von einer Projektgruppe der 5. Hack Digital Business erstellt und bietet wirklich einen sehr realitätsgetreuen und tollen Einblick in unser Schulgebäude. Auf diese Weise kann man sich auch, wenn man jetzt nicht ins Schulgebäude ansonsten hereinkommt, auch über Internet einen guten Eindruck über unsere Schule verschaffen. Ja, dann danke schön einmal, Herr Direktor, weil Sie schon da sind, gleich einige Fragen an Sie persönlich. Und zwar kam da jetzt in mehreren Anfragen noch einmal die Aufnahmekriterien für unsere Schule, insbesondere auch aus den neuen Mittelschulen, strich klarerweise aus der HS. Mhm. Ja, ich glaube, die Aufnahmebedingungen sind natürlich ein ganz zentrales Element für die Anmeldung. Die Voraussetzungen im Bereich der Mittelschule sind folgendermaßen. Es gibt da zwei getrennte Beurteilungsschienen, Standard AHS und Standard. Für die fünfjährigen Schultypen ist Voraussetzung bei Standard AHS ein positives Abschlusszeugnis der vierten Klasse. Das heißt also positive Noten. Wird man in den Fächern Deutsch, Englisch oder Mathematik
nach Standard beurteilt, dann reicht ein sehr gut oder ein gut für eine automatische Aufnahme. Wenn man in einem oder in mehreren Gegenständen im Bereich Deutsch, Englisch, Mathematik ein befriedigend oder ein genügend hat, ist bei der fünfjährigen Schultype eine Aufnahmeprüfung zu machen. Bei der dreijährigen Fachschule schaut es so aus, dass nach Abschluss der Mittelschule entweder auch wieder bei Standard AHS ein positives Abschlusszeugnis die Voraussetzung ist oder wenn man Standard beurteilt wird in Deutsch, Englisch, Mathematik ein sehr gut, ein gut oder ein befriedigend. Also die Noten 1 bis 3 bei Standard erfüllen auch die Aufnahmevoraussetzungen. Nur wenn man ein genügend hat in einem Gegenstand, ist bei der Fachschule eine Aufnahmeprüfung erforderlich. Wie schaut es bei den übrigen Schultypen aus? Wenn man die Polytechnische Schule absolviert hat, ist ein positives Abschlusszeugnis der Polytechnischen Schule am Jahresende erforderlich. Kommt man von der AHS-Unterstufe, ist auch ein positives Abschlusszeugnis bzw. ein positives Zeugnis, Jahreszeugnis der vierten Klasse AHS erforderlich, ausgenommen in geometrisch Zeichnen oder Französisch. Das sind so die wichtigsten Aufnahmekriterien der einzelnen Schultypen. Vielleicht möchte ich nur auf eines hinweisen, wie schaut es aus mit der Anmeldung selbst? Der Anmeldezeitraum findet statt zwischen 28. Februar und 11. März, immer von 8 Uhr bis 15.30 Uhr, und zwar bei uns an der Schule am Infopoint im ersten Stock. Es ist eine Beschilderung aufgestellt, man findet also dort problemlos hin. Es ist keine Voranmeldung für diese Anmeldung erforderlich, also man braucht nicht vorher anrufen, einfach während dieser Zeit vorbeikommen und die Anmeldeunterlagen abgeben. Es gelten natürlich die jeweils aktuellen Corona-Regeln, das heißt eine FFP2-Maske ist erforderlich. Ja, eine Frage auch noch zum Thema Aufnahme. Müssen wir vorher den Computerführerschein absolviert haben? Nein, das ist nicht erforderlich. Es gibt natürlich Schulen, die bereits in der Ausbildung diesen Computerführerschein angeboten haben und wo sicherlich Schülerinnen und Schüler diesen Führerschein schon erworben haben. Es gibt bei uns eine umfangreiche IT-Ausbildung, die ist von je nach Schultyp unterschiedlich. Natürlich in manchen Schultypen etwas weniger, in der Hack Digital Business natürlich umfangreicher, aber insbesondere das gesamte Office-Paket wird in allen Schultypen unterrichtet, also Word, Excel, Access, PowerPoint. Bei uns kann man aber auch im Rahmen eines Freigegenstandes den ECDL Advanced absolvieren und kann damit noch einmal zusätzliche Zertifikate erwerben. Ja, eine weitere Frage, die betrifft jetzt unser Restaurant, sage ich einmal. Wie schaut das bei uns in der Schule aus mit der sogenannten Ausspeisung, würde hier gestellt. Wir bieten ja bei uns an der HLW und an der Fachschule auch eine praktische Ausbildung an in Küchen- und Restaurantmanagement. Und im Rahmen dieser Ausbildung werden natürlich auch köstliche Menüs kreiert. Und da gibt es die Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte, sich für diese Menüs anzumelden über ein elektronisches Anmeldesystem. Man kann dann wirklich während der Mittagspause ein hervorragendes Menü zu sich nehmen und die Abrechnung erfolgt dann elektronisch über eine Abbuchung vom Konto und auf diese Art und Weise kann eigentlich dieses Angebot sehr unkompliziert abgewickelt werden. Ja, eine Frage zum Thema Notebook. Wir haben ja sehr viele Notebook-Klassen an unserer Schule. Bekommen die Schülerinnen und Schüler das Notebook von der Schule zur Verfügung gestellt? Das ist leider nicht möglich. Es schaut so aus, dass in den Laptop-Klassen, das sind bei uns also die Hack Digital Business, die Hack IKT und die HLW für Mediendesign, HLW Mediendesign ab der zweiten Klasse, Hack DIC bis ab der zweiten Klasse und Hack IKT ab der dritten Klasse, ein Notebook brauchen. Dieses Notebook muss bestimmten Mindestanforderungen entsprechen. Da gibt es bei uns ein Merkblatt, aber praktisch alle auf dem Markt befindlichen Laptops erfüllen diese Mindestanforderungen. Und dieses Laptop ist dann sozusagen von den Eltern anzukaufen. Mittlerweile sind aber die preislich schon recht günstig geworden in den letzten Jahren, sodass das auch keine so große Belastung mehr ist. Ja, Herr Direktor, noch eine Frage an Sie. Und zwar geht es da um den Schulwechsel in unserer Schule. Wir haben ja zwei fünfjährige Klassen Hack und HLW und eine dreijährige, die Fachschule für Dienstleistungsmanagement. Wie schaut es da aus mit dem Übertritt von der Hack HLW in die Fachschule? Also es ist so, wenn man während der ersten Klasse vielleicht draufkommt in der HLW,
dass das vielleicht doch nicht ganz den Erwartungen entspricht oder vielleicht die Leistungen doch nicht ganz passen, ist eigentlich in der ersten Klasse ein Übertritt recht unkompliziert möglich, vor allem wenn man von der HLW zum Beispiel Mediendesign in die Fachschule mit dem Schwerpunkt Mediengestaltung umsteigt oder von der HLW aktives Gesundheitsmanagement in die Fachschule mit dem Schwerpunkt Hotellerie und Gastronomie. Es ist ja an der Fachschule so, dass dort die Fächer Mathematik und zweite lebende Fremdsprache nicht vorkommen. Natürlich ist es sinnvoll, dass man dann möglichst bald dann umsteigt. Dann ist der Umstieg natürlich auch leichter möglich. Aber wir haben auch heuer zum Beispiel erst jetzt nach Weihnachten doch zwei Umstiege gehabt und die haben auch sehr gut geklappt. Also auch nach der ersten Klasse kann man sich das noch anschauen, ob da ein Wechsel in Frage kommt. Man soll ja nur nicht zu spät machen. Ja, dann sage ich, soweit einmal die Reihenfolge betrifft, herzlichen Dank. Ich glaube, es kommen noch einige Fragen an Sie herein, aber wir kommen jetzt zum Hack+Sportbereich. Dafür gibt es einen Experten, den Herrn Kausböck, der darüber Sie informieren kann. Und die eine Frage war, wie sportlich muss ich denn für diesen Hack+Sportzweig tatsächlich sein? Ja, vielleicht vorweg, dieses Hack+Sport-Zusatzpaket gibt es bei uns jetzt seit 7 Jahren. Jährlich melden sich also 50 Schülerinnen und Schüler circa für dieses Sportprogramm an. Wie sportlich muss ich sein? Wir haben eine breite Palette, sehr viele Schüler aus Sporthauptschulen aus der Nähe, aus Niederwaldkirchen, aus Ulrichsberg, aus Feldkirchen sind bei uns an der Schule, aber auch ganz viele Schülerinnen und Schüler aus 9 Mittelschulen kommen zu uns. Auf unserem Werbefolder steht oben Begeisterung, Leistung, Teamgeist, Fairplay, Motivation, Selbstvertrauen. Wir möchten eigentlich allen Schülerinnen und Schülern sportlich weiterhelfen und ihre persönliche Leistung einfach verbessern. Dazu gibt es ganz viele Chancen bei vielen Sportvorführungen, bei Wettkämpfen, bei diversen Wettkämpfen. Sie können Zusatzausbildungen machen zum Instruktor für Fitness und Animation. Also, wie sportlich muss man sein, ist nicht die ganz entscheidende Frage, sondern wie sehr bin ich gewillt, dass ich mich verbessern möchte. Auch das ist ein zentraler Punkt. Ja, ist ein sehr wichtiges Paket bei uns an der Schule und wird, also wie gesagt, sehr, sehr gerne angenommen. Ja, danke schön. Wir kommen jetzt, wechseln Sie in die Hack hinein, in die Hack-DB. Ja, eine Programmierzweig, sage ich mal, aber der Experte ist unser Administrator, der Herr Meisinger Markus, der uns darüber Bescheid geben wird. Ja, danke Gernot. Also zu der Hack Digital Business und den Programmiersprachen gibt es hier Folgendes zu sagen. Wir unterrichten die Programmierung ja schon beginnend ab der ersten Klasse, also die Ausbildung beginnt in der ersten Klasse bis zur fünften. Und mit den Grundlagen der Algorithmen und Datenstrukturen in der ersten Klasse, wo begonnen wird, wird eben begonnen auch mit der Sprache C# zu unterrichten. Das ist auch die Hauptsprache, die sich dann durch alle 5 Jahre durchzieht, bis zur fünften Klasse, bis zur Abschlussklasse. Aber es gibt dann sehr viele andere Programmiersprachen, die im Sinne von Projekten genutzt werden in der ersten Klasse. Bevor wir also so richtig mit dieser Hauptsprache einsteigen, schauen wir uns gemeinsam an die Funktionsweise eines Computers auf wirklich unterster Ebene. Was ist eigentlich Maschinencode, was ist Assembler-Code und wie kommt es zu den Hochsprachen, wo wir mit C# hauptsächlich unterrichten. In der ersten Klasse machen sie dann auch noch Python mit Raspberry und so weiter, wo das unterstützt wird. Und dann gehen wir in die Webentwicklung rein, ab der zweiten, dritten Klasse, wo sie dann mit PHP, JavaScript und so weiter Kontakt haben. TypeScript ist dann oft ein Thema bei den Matura-Projekten im Bereich von Software Engineering, vierte und fünfte Klasse. Und so sind eben hier jede Menge Sprachen im Einsatz und sie lernen eben hier mit den Sprachen umzugehen und sie auch anzuwenden. Danke. Dankeschön. Ja, eine schultypenübergreifende Angelegenheit heißt bei uns Dalton. Das ist ein Konzept, das uns jetzt die Frau Magdalena Eder vorstellen wird. Und die Frage auch sehr konkret, das heißt, der Schülerin war da schon sehr, sehr gut aufgeklärt, ob man sich diese Dalton-Klasse selber aussuchen kann. Und es gibt ja auch da eine Besonderheit noch, den sogenannten Selbstlerntag.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Schüler schon den Wunsch äußern können, dass sie in eine Doldenklasse oder in eine Selbstlernklasse kommen möchten. Wir können es aber nicht zu 100% versprechen, da das von unterschiedlichen Faktoren auch abhängt. Vielleicht ganz, ganz kurz noch eine Erklärung. Was ist das Doldenprinzip? Was steckt da dahinter? Uns geht es darum, dass die Schülerinnen eben selbstständig, eigenverantwortlich lernen bei flexibler Zeiteinteilung. Das heißt, die Schüler arbeiten an zum Teil fächerübergreifenden Aufträgen und die bekommen sie am Selbstlerntag zum Beispiel für das ganze Semester und sie strukturieren sich ihr Lernen, sie teilen es sich selber ein und die Schüler können bei uns auch frei ihren Lernort wählen. Zu Semesterschluss gibt es dann auch dieses Doldenzeugnis, das eben auch ein wertvolles Zeugnis ist, das aufschlüsselt, welche Kompetenzen vermittelt wurden und welche sozialen Kompetenzen sie vor allem erlernt haben. Danke, Magdalena. Ja, ich selber darf diesen Selbstlerntag heuer in der zweiten Hacke leben und würde sagen, das ist ein voller Erfolg. Im sportlichen Bereich gibt es in der HLW AGM, aktives Gesundheitsmanagement, wie Sie gehört haben, und da gibt es noch eine Möglichkeit, die jetzt eine Schülerin anfragt, nämlich die sogenannte Zusatzausbildung zum sogenannten Instruktor. Was das heißt oder was man da macht, ist so die große Frage. Ja, der Instruktor, das ist eine freiwillige Zusatzausbildung in der dritten Klasse, das sind insgesamt 2 Wochen. Und es werden die Grundlagen der Trainingslehre vermittelt, die Grundlagen der Sportbiologie und der Sportdidaktik. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Schülerinnen und Schüler ein anerkanntes staatliches Zeugnis. Und ein Instruktor kann man sich vorstellen wie eine Vorstufe einer Trainerausbildung, wenn man vorhat, dass man im Bereich Sport vielleicht einmal als Trainer tätig werden möchte oder Kurse anbieten möchte für einen Sportverein oder in einem Fitnessstudio, dann bietet diese Ausbildung sicher eine perfekte Grundlage. Ja, und kommt auch sehr, sehr gut in unseren dritten Klassen dementsprechend an. Ja, Herr Direktor, Sie sind wieder gefragt, oder lieber Roland, geht jetzt um einerseits Matura und danach, aber vielleicht vorher nur ins Schulleben hinein. Es gibt sehr viele Zusatzangebote bei uns an der Schule. Vielleicht da einige zu erklären, ich lese da Cambridge, ECTL, Bühnenspiel und vieles andere mehr, dass man vielleicht einige da hervorhebt, was können Schüler noch zusätzlich bei uns. Es ist uns ja auch ein Anliegen, die Talente unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern und auch den Interessen entsprechend zusätzliche Angebote zu schaffen. Ich glaube, man kann es ein bisschen so grob einteilen in verschiedene Bereiche. Das sind einerseits einmal die verschiedenen Sprachzertifikate in den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch. Diese Zertifikate sind internationale Prüfungen und werden auch international anerkannt. Der zweite Bereich, im IT-Bereich gibt es natürlich auch Zusatzzertifikate. Der ECDL Advanced ist schon gefallen. Für die Cisco-Schüler, für die TAC-DICBIS-Schülerinnen und Schüler gibt es im Bereich Cisco zusätzliche Angebote und Zertifikate. Es gibt im Bereich der HAC-DICBIS die App-Programmierung, die auch für unsere Schülerinnen eine Zusatzqualifizierung ermöglicht. Es gibt dann natürlich auch im kaufmännischen Bereich Zusatzangebote. Wir starten etwa im kommenden Schuljahr mit einer unverbindlichen Übung im Bereich der Vorbereitung auf die schriftliche Buchhalterprüfung. Und es gibt natürlich auch im kreativ-künstlerischen Bereich Angebote. Ich denke da etwa an das Bühnenspiel, an unsere Theatergruppe, die immer tolle Aufführungen macht und hier sehr erfolgreich ist und wo die Schülerinnen sich wirklich auch in ihrer Kreativität ausdrücken und ausleben können. Das ist auch eine tolle Sache. Also es ist ein relativ breites Spektrum an Angeboten, das hier über die 5 Jahrgänge verteilt angeboten wird. Und der sportliche Bereich natürlich spielt hier auch eine wichtige Rolle, weil auch gerade bei HAC Plus Sport Zusatzqualifikationen angeboten werden. Das ist schon angesprochen worden, insbesondere die Instruktorenausbildung, die gemeinsam mit der Bundessportakademie aus Linz hier durchgeführt wird. Hier kommen die Lehrkräfte der Bundessportakademie für die Ausbildung und auch für die Prüfung zu uns herauf und bieten hier vor Ort unseren interessierten Schülerinnen und Schülern aus der HAC Plus Sport und aus der HLW AGM die Möglichkeit, dieses staatlich anerkannte Zertifikat zu erwerben. Ja, und ich möchte im Eigeninteresse noch nachsetzen, wir haben ja auch sehr viele Schülerinnen in der dritten Klasse, die die Peer-Mediationsausbildung machen. Vielleicht da noch ganz kurz, das sind Schülerinnen, die sich um Sie als Schülerinnen dann kümmern werden in den ersten Klassen, die Ihnen das
hineinleben in unsere Schule, gerade am Beginn den Einstieg einfach erleichtern und sie das erste Jahr begleiten. Man könnte sagen, Begleitschülerinnen und Schüler, die ihnen zur Verfügung stehen. Ja, wir wechseln jetzt ganz zum Schluss hinein, steht die reifende Diplomprüfung. Die eine Frage ist, auf der einen Seite, welche Berufen gehen unsere Absolventinnen nach? Gibt es da einen Trend im Bereich HKLW? Vor allem, wir sind, das möchte ich schon sagen, eine berufsbildende Schule, wo ja nach der reifen Diplomprüfung ein sofortiger Berufseinstieg möglich ist. Ja, Herr Direktor, was sind Ihre Erfahrungen dazu? Also es ist doch immer wieder ein erheblicher Anteil an Schülerinnen und Schülern, die nach Absolvierung ihrer Ausbildung bei uns auch ins Berufsleben einsteigen. Der andere Bereich geht in ein Studium an der Fachhochschule, an der Universität oder an der pädagogischen Hochschule. Von den Berufsfeldern her, es ist eine sehr breite Palette. Das reicht von den kaufmännischen Berufen angefangen, klassisch Rechnungswesen, Steuerberatung, Banken, Versicherungen, Einkauf, Verkauf, alle diese klassischen Funktionen im kaufmännischen Bereich über die IT-Berufe bis hin zu Gesundheitsberufen, Tourismusberufen. Natürlich ist es so, dass schon ein bisschen Unterschied vielleicht bei den Absolventinnen und Absolventen der einzelnen Schultypen zu erkennen ist. Es gehen doch mehr Schülerinnen, vor allem Schülerinnen, aus der HLW in Gesundheitsberufe hinein, absolvieren zum Beispiel die Ausbildung an der Fachhochschule für Soziales in Linz, um dann im Bereich der Krankenpflege, der Gesundheitsberufe generell ihren Beruf anzutreten. Und wenn man jetzt sozusagen als Gegenpol vielleicht die HAK Digital Business hernimmt, dort bleiben doch immer einige ihrer Ausbildung treu und gehen dann in Berufe hinein, die im Bereich Netzwerkadministration, Programmierung, auch im kreativen Bereich natürlich, sei es in Werbeagenturen, HLW Mediendesign ist da zum Beispiel ein exemplarisches Beispiel, dort auch das Erlernte dann weiter vertiefen und sich auch wohlfühlen und gerne diese Tätigkeiten ausüben. Ja, mehrere Fragen, die ich jetzt zusammenfasse. Es geht ums Praktikum an unserer Schule. In allen Zweigen ist ein Praktikum vorgesehen. Und da ist die eine Frage einmal, ich verknüpfe gleich mal beide, inwieweit Schule hinter diesem Finden der Praktikumsplätze steht, auf der einen Seite, also wie unterstützen wir unsere Schülerinnen und Schüler? Und die zweite Frage ist, ist es auch möglich, im Rahmen des Mediendesigns in der HLW zum Beispiel in einer Werbeagentur sein Praktikum abzuschließen, sage ich mal? Es schaut ja bei uns so aus, dass seit vielen Jahren in allen Schultypen ein Praktikum vorgesehen ist im Lehrplan. In der HAK zwischen Ende des ersten Jahrganges und Beginn des fünften Jahrganges im Ausmaß von 300 Stunden. In der HLW zwischen dem dritten und vierten Jahrgang im Ausmaß von 3 Monaten. Und in der Fachschule zwischen der zweiten und dritten Klasse im Ausmaß von 2 Monaten. Von der Unterstützung her ist es schon so, wir haben natürlich Erfahrungen, bei welchen Betrieben bereits Schülerinnen und Schüler erfolgreich Praktika absolviert haben. Im Bereich der HLW oder der Fachschule hat zum Beispiel die Frau Fachvorständin Hammer hier auch Listen mit Betrieben, die immer wieder praktisch jedes Jahr von Schülerinnen und Schülern unserer Schule für einen Praktikumsplatz genutzt werden. Auch in der HAK haben wir schon eine ganze Reihe an Betrieben, die wir kennen, wo Praktika stattgefunden haben. Natürlich ist es aber so, dass sich die Schüler auch gerne selbst Praktikumsplätze suchen und hier auch natürlich persönliche Kontakte nutzen, sei es bei den Eltern, Verwandten, Bekannten und so weiter. Es ist auch in der Corona-Phase gelungen, dass praktisch so gut wie alle, und das war wirklich spannend, das habe ich gar nicht erwartet gehabt, Praktikumsplätze gefunden haben und Praktika absolvieren konnten. Es ist auch so, dass in der HLW Mediendesign auch ein Praktikum im Bereich einer Werbeagentur möglich ist. Grundsätzlich im Bereich Hotellerie, Gastronomie, Tourismus, aber auch das ist möglich, hier ein Praktikum zu absolvieren. Und wenn ich etwa an die Fachschule denke, da haben wir eine sehr gute Kooperation mit der Bezirkshauptmannschaft in Rohrbach beziehungsweise mit dem Sozialhilfeverband in Rohrbach, wo uns dankenswerterweise die Bezirkshauptfrau von Rohrbach, die Frau Dr. Mitterlehner, uns immer 12 Plätze an den lokalen Altenheimen in Rohrbach für Praktikumsplätze der Fachschülerinnen und Fachschüler zur Verfügung stellt. Das ist für uns auch eine große Hilfe. Ja, das passt ganz gut zu den weiteren Fragen, nämlich die Mediendesign auf der einen Seite und auch die Fachschule, die dann ich beantworten werde, aber vorerst einmal zum Thema Mediendesign.
wo es ja auch um Bildbearbeitung, um Fotografieren und Kameras geht. Und da gibt es den Spezialisten, den Herrn Michael Schöngruber, der unter anderem die Frage beantworten kann, wie schaut es aus mit eigenen Kameras, mit eigenem Outfit hier an der Schule anzukommen und das dann hier zu verwenden, vielleicht da ein paar Inputs. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man eine eigene Kamera hat, dann kann man auch zu Hause die ganzen Übungen beim Fotografieren zum Beispiel machen. Aber wir haben in der Schule auch viel Gerätschaft. Ich glaube, wir haben momentan 10, 12 Kameras unten im Videostudio und die können auch ausgeliehen werden, über das Wochenende zum Beispiel, damit die Schüler, Schülerinnen dann auch die Übungen machen können. Wir sind generell relativ gut ausgestattet mit diesen Gerätschaften. Wir haben auch Drohnen. Wir machen zum Beispiel in der HKIKT, in der HKDIGBIS oder auch in dem Mediendesign auch den Drohnenführerschein. Und ja, die Gerätschaften sind im Endeffekt dazu da, dass sich die Schüler damit vertraut machen und diese auch sehr gut einsetzen können. Ja, und wenn ich da in unser Studio schaue, dann haben wir sehr viele gute Dinge, die in diesem Zweig angewendet werden können. Danke. Ja, eine Frage zur Fachschule ist ja auch im Beitrag erwähnt worden. Die Fachschule hat etwas Besonderes, nämlich den sogenannten Praxistag in der zweiten Klasse. Bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht sozusagen an einem Tag in der Unterrichtswoche unser Schulgebäude verlassen und mit unseren Kooperationspartnern, den Firmen, da hineingehen und die Berufswelt kennenlernen. Sie werden natürlich in der ersten Phase gut darauf vorbereitet. Es gibt also mehrere Wochen ein klares Training, ich sage es fast Business Training, um dann dem Berufsleben auch entgegentreten zu können. Es ist auch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich einen Einblick in mehrere Berufsbranchen machen können. Das heißt, sie wechseln dann nach mehreren Wochen, sodass sie zumindest in drei Firmen Eindrücke gesammelt haben und zumindest dann für ihre Zukunft entscheiden können, ja, das ist genau der Job, den ich haben möchte. Was aber auch eine Hilfe sein kann, ist, das ist genau der Job, den ich sicher nicht nachgehen möchte. Also da gibt es wirklich ein Produkt, sage ich mal, das einzigartig ist im Bereich der Fachschule in Österreich. Ja, Praktikum ist das Stichwort. Es gibt auch ein Praktikum und das Thema Erasmus. Wie funktioniert das mit Erasmus und Praktikum und wie schaut da die finanzielle Unterstützung aus? Wir unterstützen unsere Schüler und Schülerinnen sehr gerne, die sich dazu bereit erklären oder dazu entschließen, ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Unsere Schülerinnen müssen ja ein Pflichtpraktikum machen und viele entscheiden sich eben fürs Ausland. So hatten wir letztes Jahr auch wieder einige Schüler und Schülerinnen, die sich oder die ihr Praktikum in Malta gemacht haben. Einige waren auch in Spanien. Und es gibt bei uns an der Schule immer im November eine Informationsveranstaltung für diese interessierten Schüler und Schülerinnen. Und diese Auslandspraktika sind natürlich EU-gefördert. Es gibt da ein Erasmus-Programm, ein unterstütztes Programm. Und wie gesagt, alle näheren Informationen immer im November bei einer Informationsveranstaltung bei uns an der Schule. Ja, perfekt. Danke, Magdalena. Ja, wir nähern uns dem Ende unseres Fragenkatalog, sage ich jetzt mal. Und da gibt es noch zwei Fragen an den Herrn Direktor. Das eine, wo wir eigentlich begonnen haben mit unseren Schnupperschülerinnen, war die Anfrage, wie viele können da pro Tag wirklich kommen? Wie viele können sich da anmelden, um in die Klassen zu schauen? Und ja, grundsätzlich natürlich gerade in Corona-Zeiten ist es notwendig, hier eine gewisse Beschränkung einzuführen. Und zwar, wir haben normalerweise eine Begrenzung mit 30 Schülerinnen und Schülern, aufgeteilt auf verschiedene Schultypen und die wir dann auch versuchen, in verschiedenen Klassen, in verschiedenen Unterrichtsgegenständen das Schnuppern zu ermöglichen. Wir haben eben genau deswegen, weil wir angenommen haben, dass vielleicht noch Bedarf besteht, kurzfristig noch Schnuppertage eingeschoben. Das Schnuppern war ja von etwa Mitte November bis Dezember nicht möglich und dann kurz nach den Weihnachtsferien ist Gott sei Dank, nachdem auch das Schnuppern in den Betrieben möglich war, auch für uns weiterführenden Schulen, das Schnuppern unter den strengen Corona-Regeln wieder ermöglicht worden. Und ich freue mich natürlich, wenn sich noch Schülerinnen und Schüler anmelden für die kommenden Schnuppertage. Einfach anrufen oder ein Mail schicken. Wir organisieren das gerne. Ja, eine weitere Frage, sehr berechtigt klarerweise, aber wie schaut es aus zum Beispiel, wenn ich die Aufnahmekriterien erfülle, werde ich dann womöglich abgewiesen?
Wie da kann ich Entwarnung geben, also diese Zeiten, wo es vielleicht eng geworden ist in einzelnen Schultypen, die sind lange vorbei. Wir freuen uns über alle Schülerinnen und Schüler. Wir finden da immer eine Lösung und es können alle, die die Voraussetzungen erfüllen oder konnten auch in den vergangenen Jahren alle Schülerinnen und Schüler, die die Voraussetzungen erfüllt hatten, in unsere Schule aufgenommen werden. Ja, eine zum Thema Aufnahme, ganz konkret in Richtung Mediengestaltung. Wie viele Schülerinnen besuchen in der FSD Mediengestaltung diese Klasse oder wie schaut dort die Aufteilung dementsprechend aus? Also ich habe nicht ganz die exakte Zahl jetzt im Kopf, aber es ist ungefähr so, dass ungefähr 2/3 Mediengestaltung, 1/3 Hotellerie und Gastronomie besuchen. Also es ist der überwiegende Teil in Mediengestaltung, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, den Schwerpunkt Hotellerie und Gastronomie zu wählen. Insofern ist das auch möglich bei kleineren Anmeldezahlen in diesem Schwerpunkt, weil wir die Ausbildung in diesem Bereich ganz gut auch bei der Gruppenteilung mit Schülerinnen und Schülern der HLW kombinieren können, weil der Lehrplan sehr ähnlich ist oder teilweise sogar identisch ist. Ja, bleiben wir vielleicht bei der FSD oder kommen nur mal zum Mediendesign-Bereich. Michael, würde dich bitten, dass du zu uns kommst. Auch hier eine Doppelfrage. Ganz entscheidend, wir haben ja mehrere Schultypen im Hack-Bereich und da steht hier die Frage, was ist der Unterschied zwischen Hack-IKT und Mediendesign im Bereich HLW? Ja, der große Unterschied ist einfach einmal, in der HLW gibt es das Küche und Service. Das gibt es in der Hack nicht. Vom Technischen her, also gerade vom Multimedia und Internet, sind sie relativ ähnlich, wobei in der Hack viel mehr in das Technische hineingegangen wird und Richtung Programmierung. Webseitengestaltung ist sehr ähnlich, Content-Management-Systeme sind auch sehr ähnlich, Fotografie ebenfalls und Videoschnitt auch ebenfalls. Aber wie gesagt, HLW geht es eher mehr um das Kreative, in der Hack geht es eher mehr um das Technische, wo man einfach herausfindet, was steckt hinter die ganzen Sachen. Ja, eine Frage auch noch zur Videobearbeitung. Wir sind jetzt im FSD-Bereich ganz konkret. Wie schaut es dort aus? Was wird dort gelehrt? Was lernen Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich Mediengestaltung? Also bei uns an der BBS verwenden wir die Suite von Adobe und gerade im Videobereich werden wir die Software Premiere Pro einsetzen. Premiere Pro verwenden wir sowohl in der FSD als auch in der HLW Mediendesign und auch in der IKT und in der DIGBIS. Die Frage war auch, was ist mit After Effects, also mit den ganzen Spezialeffekten? Die Spezialeffekte werden vor allem in der Hack-DIGBIS unterrichtet und rudimentär in der Mediendesign. Okay. In der FSD kommt After Effects eigentlich nicht vor. Nicht vor, okay. Ja, ich hoffe, die Antwort war ausführlich. Jetzt schon langsam zum Abschluss, ja, es sind doch eine Menge an Fragen. Noch einmal zu unserem Herrn Direktor. Ja, wir feststellen, wir haben sehr viele Schülerinnen jetzt auch aus dem Bereich Linz, Buchenau, Ottensheim, Goldwerth, Feldkirchen. Und da die durchaus berechtigte Anfrage, wie schaut das aus mit der Busverbindung, wie ist das eine einfache Geschichte, wenn ich von Feldkirchen konkret oder Walding da nach Rohrbach in die BBS möchte? Also wir haben in den letzten 10 Jahren immer mehr Schülerinnen und Schüler bekommen oder die gehen bei uns jetzt in die Schule in den verschiedensten Schultypen aus der Gegend Walding, Buchenau und dann Feldkirchen, Hartkirchen, Aschach etc. Und das hat auch Auswirkungen, nämlich positive Auswirkungen gehabt auf die Gestaltung der Busverbindungen. Es gibt jetzt auch Zubringerbusse zu der Hauptstrecke entlang der B127, der also verkehrt zwischen Linz und Rohrbach. Bitte einfach in der Homepage des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes die Einstiegshaltestelle, die gewünschte, und als Zielhaltestelle Rohrbach-Akademiestraße einzugeben, dann sieht man auch alle Verbindungen, die während der Schulzeit hier fahren, also zu den üblichen Beginnzeiten, bei uns 7.55 Uhr Beginn, fährt hier ein Bus und auch zu den Endzeiten, zu den meisten auch hinunter. Es ist zwar ein Umsteigen im Regelfall erforderlich, aber die Busverbindungen sind mittlerweile gut ausgebaut, sodass auch die Anreise gut möglich ist. Wie gesagt, bitte einfach dann in den Busplan des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes einfach die gewünschte Verbindung eingeben, da kann man es jederzeit ausdrucken.
Ja, passt gleich ganz gut dazu. Um 7.55 Uhr ist Schulbeginn. Die Fragestellung ist, wie lange dauert so ein Schultag? Und ist am Samstag an der Bebes auch Unterricht? Also die letzte Frage kann ich gleich aufgreifen. Ich glaube, der Samstagsunterricht hat im Jahr 2004 bei uns aufgehört, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind jetzt 18 Jahre her. Also wir haben eine 5-Tage-Woche von Montag bis Freitag. Und unser Administrator schafft es immer noch, auch wenn es eine große Herausforderung ist, den Unterricht in allen Klassen in 8 Unterrichtseinheiten unterzubringen. Beginnen tut der Unterricht bei uns um 7.55 Uhr. Die Bushaltestelle ist gleich gegenüber der Schule. Man braucht nur über die Straße gehen und dann ist man gleich in der Schule. Und der Unterricht endet spätestens um 15.30 Uhr. Das heißt, also, es sind 8 Unterrichtseinheiten pro Tag maximal. Genau. Eine Anfrage war auch noch, wenn ich von weiter her komme, mein Internat oder Übernachtungsmöglichkeiten, ich greife es ein bisschen, weil wir haben kein offizielles Internat, sozusagen gibt es nicht angeschlossen bei uns an der Schule, aber wo wären da Möglichkeiten, hier in Rohrbach zu wohnen und trotzdem uns in der Schule besuchen zu können? Ja, der Herr Hartmann hat schon angesprochen, ein schuleigenes Internat gibt es leider nicht. Es gibt aber immer wieder bei uns Privatzimmervermieter, wo einzelne Schülerinnen und Schüler, die sehr weite Anreisewege haben, sozusagen sich privat während der Woche ein Zimmer nehmen und dort wohnen können und von dort Rohrbach-Umgebung direkt die Schule besuchen können. Ja, und eine letzte abschließende Frage jetzt noch. Ja, die Umstände sprechen leider für diese Geschichte, die wir heute auch so virtuell erleben und in dem reellen Tag der offenen Tür. Typen im Distance Learning befinden. Da haben wir eigentlich mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung und wir haben von Beginn an, vom allerersten Tag des ersten Lockdowns, sofort auf einen Online-Unterricht über Teams laut Stundenplan umgestellt. Und das hat sich bewährt. Das ist eigentlich bei allen, bei den Schülern, bei den Eltern, bei den Lehrkräften dann positiv aufgenommen worden, weil wir auf diese Art und Weise einen Unterricht fortsetzen konnten. Etwas, das eigentlich vorher fast unvorstellbar war. Wie kann Schule funktionieren, ohne dass Lehrkräfte und Schüler in der Schule beisammen sind? Natürlich ist es wichtig, die sozialen Kontakte zu haben, untereinander Kontakte zu haben, aber gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten, beim ersten Lockdown, aber auch im Herbst 2020, hat uns unsere EDV-Ausstattung, haben uns die Teams-Lizenzen, die vom Ministerium wir bereits seit längerer Zeit hatten und haben, sehr geholfen. Und ich glaube, wir haben alle miteinander in dieser Zeit sehr, sehr viel gelernt, gegenseitig und voneinander auch gelernt und haben es, glaube ich, wirklich gut geschafft, diese Zeiten zu meistern. Und auch jetzt ist es so, dass immer wieder einzelne Schüler oder auch einzelne Klassen zu Hause sind. Auch bei uns ist momentan eine Klasse bis nächste Woche im Distance Learning, dass wir die über Teams sehr gut betreuen und auf diese Art und Weise auch den Unterricht fortsetzen konnten und, glaube ich, auch eine gute Basis für eine entsprechende Ausbildung damit schaffen konnten. Ja, dann sage ich Dankeschön einmal. Wir sind somit am Ende dieser Veranstaltung des virtuellen Tag der offenen Tür angekommen. Ich bedanke mich bei allen, die Expertinnen, die wir da hatten, um diese Fragen auch dementsprechend beantworten zu können. Ich sage noch einmal Danke, dass Sie bei uns waren, dass Sie sich einen Überblick verschafft haben, dass Sie die Chance genutzt haben. Und das allerletzte Wort hat unser Herr Direktor. Ja, ich kann mich dem Dank vom Herrn Kollegen Hartmann nur anschließen. Es war schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, auch virtuell war ein guter Eindruck in unsere Schule erkennbar. Und vielleicht ist ja der eine oder andere noch angespornt oder motiviert, uns an den kommenden Schnuppertagen noch zu besuchen. Wir freuen uns darauf und vor allem freuen wir uns natürlich, wenn wir viele Schülerinnen und Schüler, die heute auch vor dem Gerät, vor dem Computer gesessen sind, vor dem Laptop oder vor dem Handy, dass wir sie auch im nächsten Jahr bei uns in der Schule begrüßen können und sie bei uns eine gute Ausbildung erhalten können. Ich möchte mich aber auch bei meinem gesamten Team hier bedanken, die diesen virtuellen Tag der offenen Tür überhaupt erst ermöglicht haben. Da steckt sehr viel Technik und sehr viel Vorbereitungsarbeit dahinter, auch wenn heute abends eigentlich sozusagen
es schon etwas entspannter war, weil wir gesehen haben, es hat die Technik funktioniert, es hat die Vorbereitung gut funktioniert und ich hoffe auch bei Ihnen sind Ton und Bild gut angekommen und Sie hatten auch einen abwechslungsreichen virtuellen Tag der offenen Tür. Vor allem für Ihre Jugendlichen, für Ihren Sohn, für Ihre Tochter, glaube ich, ist das auch ganz, ganz wichtig. Bedanke mich ganz herzlich, wünsche noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns vielleicht dann in Präsenz, so hoffe ich, dann einmal in der Schule sehen.